hätte vielleicht doch erst die Arbeiter bauen sollen. Ah, das ist schon okay, das passt schon. Dieser Fehler wird uns jetzt nicht das Leben kosten, hoffe ich. Ruinen entdeckt, na sehr schön. Die holen wir uns in der nächsten Runde gleich. Mal schauen, was wir da finden. Vielleicht noch ein bisschen Gold, das wäre nicht schlecht. So, okay. Die haben wir dann gleich und mal gucken, was wir da so finden. Vielleicht, was richtig geil wäre, Siedler. Ich weiß nicht, ob man sowas in Ruinen findet. Dann hole ich nämlich gleich das Silbervorkommen hier. Ihr findet eine grob gezeichnete Karte der Umgebung. Nicht schlecht, hier ist ein Barbarenlager. Hier ist ein Barbarenlager. Und da ist der nächste Stadtstaat. Da machen wir auch gleich mal hin. Das ist auch nicht schlecht gewesen. Dann habe ich nämlich gleich die nächste Stadtstaat entdeckt und krieg wieder 30 Gold, wenn ich die als erster entdecke. Das gefällt mir sehr. Ich finde es zwar cool, dass wir so viele Stadtstaaten entdecken, aber irgendwie vermisse ich die KIs. Es sind irgendwie nur, also es sind irgendwie nur so Stadtstaaten und keine richtigen Ländereien. Oder ich bin einfach zu blöd, die zu entdecken. Das kann natürlich auch sein. Achso, nächste Runde. So, nächste Runde. Nächste Runde. Jawohl, wieder 30 Gold. Sehr schön. So, als nächstes würde ich dann einfach mal hier runter machen. Nächste Runde. Wie sieht's denn in Kairo momentan aus? Kaufen können wir uns nichts. Und das Monument dauert eine Weile, bis es fertig ist. Ich könnte mir jetzt zwar eine Erweiterung hier kaufen, aber was will ich mir hier kaufen? Hier ist ja nichts Spannendes. Daher macht das wenig Sinn und da habe ich eine Nachricht bekommen von irgendetwas. Ah, mal schauen, was das ist. Nichts Besonderes. Okay, gut. Einheit benötigt Befehle, natürlich kriegst du. Und nächste Runde. Ah, das wird mir als Berge hier angezeigt, okay. So, auch hier ist nichts, nächste Runde. Und gleich sind 300 Jahre vergangen, in denen noch nichts für groß passiert ist. Die Menschen weg. Na, ihr geht dahin. Sehr schön. Mal gucken, was wir da finden. Aber bin ja schon gespannt ein bisschen. A little bit bin ich ja schon gespannt, Dude. Mal gucken. So, Überlebende, sie lassen sich und tragen zur Bevölkerung bei. Warum denn nicht? Zwei Bürger, 14 Runden bis Geburt eines neuen Bürgers. Vier verzehrt von Bürgern.
Größere Städte sind fast immer besser. Ich brauche also viel Nahrung im Endeffekt. Da machen wir jetzt was ganz Cooles. Und kaufen dieses Feld, weil es zwei Nahrung bringt. Rein theoretisch kriegen wir jetzt, haben wir jetzt hier mehr Nahrung in der nächsten Runde, also es ist 4. Wo ist meine Einheit? Da. Müsste in der nächsten Runde einen schneller Burger kriegen. Rein theoretisch. Ach, und sogar das Monument müsste jetzt fertig sein in der nächsten Runde. Ja, das raff ich jetzt nicht. Ich müsste eigentlich jetzt mehr Nahrung sein und erzählt die Nahrung nur, wenn ich... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Na gut, was wollte ich tun? Ich wollte die nächste Runde einläuten, nachdem die Leute hier... Nächste Runde, so. Da finden wir Bananen. Und das war eine Ruine, da gehen wir nämlich gleich hin. So. Produktion wählen und jetzt veranstalten wir mal einen zweiten. Einen Siedler machen wir mal. Nächste Runde. 46 Runden bis zum Siedler, das ist echt heftig. Es wird sich hoffentlich noch verbessern. Nächste Runde. Ullala, also da werden wir wahrscheinlich uns dann doch die ach siehst du, hätte ich bloß nicht jetzt dieses Ding gekauft. Ich dachte, das bringt was, um die Bevölkerung zu steigern, aber anscheinend dann doch nicht. Schade, schade. Naja, wer hätte es wissen können. Was ist da mit den Heinis? Die laufen, okay. 65 Gold, yay! So lasse ich mir das gefallen. Nächste Runde. hab das auf meinem Bildschirm. Das sieht aus wie irgendwas, aber ist Dreck gewesen. So, was findet ihr denn noch jetzt? Eine Erfahrung haben sie bekommen. Muss ein bisschen aufpassen, weil wir spielen jetzt auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Ich lasse erstmal noch ein bisschen suchen, weil momentan haben sie keine Probleme. Wir können sie ruhig noch ein bisschen suchen. Und wir sind momentan in das größte Reich, weil wir ein Ding mehr haben. Hey, toll. Ja, also gefällt mir die Farbe Gelb. Ich bin sehr ein großer Freund von Gelb. Achso, nächste Runde schon, ich bin voll verpeilt. Nächste Runde. Би хэр талын эзэн, ус хатуудыг эзэгнэгч Тэмүүжин байна. Ja, auf Wiedersehen. Wo auch immer die jetzt herkommen. Ach, da unten. Ah, interessant. Nächste Runde.
Interessant. Auch hier ist nichts wirkliches Tolles. Machen wir weiter. Die Sanftmütigen werden die Erde besitzen, aber nicht die Schürfrechte. Ermöglicht es Bautrupps, Minen zu errichten, um die Produktion des Geländefelds zu steigern und Wälder abzuholzen, um die Errichtung von Modernisierung zu ermöglichen. Das ist toll, aber bringt mir momentan gar nichts. Forschung wählen. Tierzucht nehmen wir als nächstes. Nächste Runde. Wie man sieht, tun die sich von alleine auch weiter auffüllen. Ist mir gar nicht so aufgefallen, aber das sind ja jetzt schon vierer wieder. Also langsam tun die sich auch von selbst wieder auffüllen. Das ist sehr gut. Das heißt, ich muss gar keine Pause machen für die. Okay, nächste Runde. Lalalalalalalalala. Nächste Runde. Bin mal gespannt, was die Kartengröße riesig aussagt, weil ihr seht schon, die Karte ist schon ganz schön heftig groß im Vergleich zu unserem kleinen Dings hier. Ich gehe jetzt mal runter und schau mal, wie viel da noch auf uns zukommt. Ich nehme an, dass unser Ding ungefähr mittig liegt. Und da haben wir wieder eine Ruine gefunden, sehr schön. Was ist denn das für eine Gegend hier? Das sieht ziemlich karg aus. Ah, das scheint hier das Eis schon zu sein. Das heißt, das ungefähr wird die Kartengröße sein in beide Richtungen. Barbarendörfer wurden entdeckt. 1, 2. Und da hinten ist noch 1, 3. Okay. Kann man ja auf das Eis drauf gehen? Anscheinend schon. Okay, bis hier runter geht's also. Das ist sehr schön zu wissen. Nächste Runde. Nein, geht's nicht noch weiter. Okay. Da sehe ich gerade wieder einen neuen Stadtstaat. Das ist sehr gut, weil da kann ich gleich die nächsten anquatschen. Wo ich das Gefühl habe, dass die eventuell sogar schon entdeckt worden sind, weil hier unten ja Politik einführen. Beschleunigt die Ausbildung von Siedlern um 50% der Hauptstadt und den Kosten. Super, nehme ich. 100 Kultur erforderlich. Schließen. So, na dann, hier rüber. Achso, nächste Runde erstmal. Was hat die Politik mir denn ansonsten jetzt gebracht? Nein, schließen.
Eure Sozialpolitik, genau, Unabhängigkeit. Bringt ein Kultur von jeder Stadt.